Am 22. September beginnt ganz offiziell die neue Spielzeit an der Leipziger Oper. Eine Woche darauf, am 29. September, folgt bereits das erste Highlight, die Premiere von Richard Wagners Liebesverbot. Doch auch die musikalische Komödie und das Leipziger Ballett bereiten sich ihrerseits auf anstehende Premieren vor. Bei den Bayreuther Festspielen feierte es bereits große Erfolge und auch in Leipzig wird es sehnsüchtig erwartet, das Liebesverbot. Eine große komische Oper von Richard Wagner, angelehnt an William Shakespeares Maß für Maß. Die Rolle des Lucio, in Bayreuth von Bernhard Berchtold gesungen, übernimmt nun Gastsänger Marc Adler. Ebenfalls neu dabei, allerdings nur für die Premiere, ist Maximilian Arkmann. Er übernimmt an diesem Abend die Rolle des Antonio, die sonst von Dan Karlström gesungen wird. Regieassistentin Gundula Nowak leitet derzeit die Proben mit den Sängern. So auch mit Olena Tokar. Sie singt die Mariana. Als nächstes schließt sich die musikalische Komödie mit einer Premiere an. Und dabei handelt es sich sogar um eine Uraufführung. Wagners Ding mit dem Ring wurde bereits vor einigen Jahren von der Oper in Auftrag gegeben, extra für die musikalische Komödie. Die Inszenierung und die Choreografie übernimmt Regina Ricarda Ludigkeit. Am 6. September begannen die Proben für das Ensemble. Die Geschichte des Zweiaktes ist schnell erzählt. W.W., ein angeblicher Nachfahre Richard Wagners aus den USA, inszeniert den Ring als Musical. Allerdings hat er dabei mit einigen Problemen zu kämpfen. Ob und wie das Musical gerettet werden kann, sehen Sie am 26. Oktober. Die dritte Premiere, die auf dem Spielplan steht, ist Pax 2013, ein zweiteiliger Ballettabend von Mario Schröder und dem 2004 verstorbenen Uwe Scholz. Und dafür wird eifrig trainiert. Bevor es jedoch an das Einstudieren der Choreografie geht, steht jeden Morgen ein einstündiges Aufwärmtraining auf dem Programm, welches abwechselnd von den drei Ballettmeistern geleitet wird. Wie hier von Matthew Bindley aus Australien. Die Übungen steigern sich während des Trainings kontinuierlich, um so eine optimale Vorbereitung auf die jeweiligen Ballettstücke zu gewährleisten. Die Premiere von Pax 2013 findet am 16. November statt. Karten für alle drei Veranstaltungen gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Genießen Sie die Vielfalt der Oper Leipzig.